Hast du Glaubensprojekte in deinem Leben, wo du darauf wartest, dass sie sich erfüllen, wo du darum flehst, dass sie sich verwirklichen? Hast du Anliegen, die du vor Gott immer wieder bewegst, die du vor ihn bringst und die so unmöglich aussehen, dass du sagst, mein Glaube reicht dafür irgendwie nicht aus? Ich weiß, wie das ist, denn mir ging es auch mal so. Wir hatten Glaubensprojekte, die wir im Gebet mehrfach immer wieder umrundet hatten. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie wir da den Glauben aufbringen sollten, dass sie sich wirklich in unserem Leben erfüllen würden. Und dann hatte ich gelesen, wenn wir Glauben hätten, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe würden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das fand ich ja nur toll, das fand ich super. Und ich dachte, ja, das will ich auch, Ströme aus meinem Leib zu anderen hin. Aber das, was ich bei mir selbst wahrnahm, das waren keine Ströme, das waren noch nicht mal Bäche, das war noch nicht mal Rinnsal, das war lediglich vielleicht ein tropfender Wasserhahn. Ich hatte einfach nicht dieses Wissen um einen Glauben, der sich ausstrecken kann für die Dinge, die für mich in meinem menschlichen Wahrnehmen so unmöglich aussahen. Ich betete immer wieder um dieses Thema herum, Herr, ich brauche mehr Glauben. Bau meinen Glauben aus, strecke du meinen Glauben aus, vermehre meinen Glauben. Und oft hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, habe Glauben, mein Kind. Da dachte ich, das ist schon wieder das. Woher soll ich Glauben nehmen? Und dann führte er mich zu einer Bibelstelle aus dem Römerbrief. Da heißt es, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das lesen wir in Römer 10. Der Glaube kommt. Auf einmal war es mir, als würde ein Vorhang aus meinem Herzen weggerissen und ich hatte diese Freiheit zu glauben und zu wissen, der Glaube kommt. Glaube kommt. Es ist nicht etwas, was ich mir mühsam irgendwo zusammenarbeiten, zusammenraffen muss, sondern der Glaube kommt, nämlich indem ich unter dem Wort bleibe, indem ich das Wort Gottes lese, indem ich dieses Wort in mein Herz aufnehme. Der Glaube kommt. Er wird dir zufließen von Gott. Dieser Strom Gottes wird tatsächlich in dein Herz fließen. Und er wird durch dich zu anderen Menschen fließen. Der Glaube kommt. Der Glaube kommt, dass du dich ausstrecken kannst nach den Unmöglichkeiten in deinem Leben, nach diesen Dingen, die du umrundest, deren Verwirklichung du herbeisehnst. Der Glaube kommt. Bleib im Wort Gottes verankert. Höre das Wort Gottes. Nimm es auf. Meditiere darüber. Sprich mit dem Herrn. Das sind alles Dinge, aus denen dir Glaubenszuwachs kommt. Der Glaube kommt. Er kommt. Halte das wirklich fest heute für dich und sprich selbst über dein Leben aus. Der Glaube kommt. Der Glaube wird mir zuwachsen. Es wird sich vermehren. Der Glaube kommt. Und das halte fest. Gott hat mehr für dich.